Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Endlich habe ich mal wieder Bock aufzunehmen. Ich hatte die letzten Tage nicht wirklich Bock. Zum Glück hatte ich noch ein paar Videos in der Hinterhand, aber ja. Ich hatte nicht wirklich Bock aufzunehmen, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock. Und wir waren dabei, dass wir uns eine Mission aussuchen sollen. Wir schauen einfach mal. Respektstufe 5, okay, Respektstufe 4. 6. 1. Hier. Respektstufe 1. Ich glaube, den nehmen wir. Hi. Können wir... Scott, Sie haben sich bisher gut geschlagen. Sie haben mein Leben gerettet und die Welt von diesem Verräter Ryuichi erlöst. Mhm. Aber wenn wir Tukai beseitigen wollen, haben wir noch viel zu tun. Jo. Was das? Was? Hallo? Scott, Sie haben sich bisher gut geschlagen. Sie haben mein Leben gerettet und die Welt von diesem Verräter Ryuichi erlöst. Aber wenn wir Tukai beseitigen wollen, haben wir noch viel zu tun. Hä? Respektstufe 1. Geht's von 6 nach 1? Ich dachte, es geht von 1 nach 6. Ups. Sprich mit einem Sanrokai-Mitglied, um eine Mission auszusuchen. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Okay, müssen wir vielleicht erstmal mit allen reden? Ja, moin. Ich bin Raiko. Unter Sato-Samas Führung besaß ich mehrere Geisha-Häuser, die zu den elegantesten der Stadt gehörten. Mhm. Doch Tokais Männer haben mich vor kurzem entmachtet. Diese Schlangen kontrollieren jetzt mein Unternehmen und Tokai hat mich durch ein vulgäres und hinterlistiges Weib ersetzt. Okay. Normalerweise würde ich mich dagegen wehren, aber das geht jetzt nicht, weil sie meine Geishas als Geiseln gefangen hält. Wir müssen sie befreien und beseitigen sie diese Frau, die uns beleidigt hat. Sind Sie Manns genug für diesen Auftrag? Erstmal noch nicht. Was war das? Respektstufe 6. Können wir irgendwo sehen, welche Respektstufe wir haben? Fokussystem, das nicht. Oh. Hier, Respektstufe. Respektstufe 4. Ja, also geht's jetzt von 6 nach 1? Oder von, ich denke mal, es geht von 6 nach 1. Wir machen jetzt einfach hier diesen hier, den Auftrag und dann gehen wir halt von 6 auf 5 auf 4, ihr wisst schon. Wir müssen sie befreien und beseitigen sie diese Frau, die uns beleidigt hat. Oh, Moment! Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nee. Der hier, was war das? Respektstufe 5. Respektstufe 3. So, jetzt schauen wir mal. Ich bin Takashi. Zocken Sie gerne? Nein? Weil mein Boss Tetsuo Mitsumi und ich nämlich das Glücksspiel kontrollieren. Karten, ja, ich glaube, der Auftrag ist cool. Aber seit Sato verschwunden ist, glaubt mein Boss, es wäre an der Zeit, sich gefährlicheren Aktivitäten zu widmen. Also illegalen Kämpfen. Mal ganz ehrlich, ich glaube, er hat sie nicht alle. Ich glaube, man kann ihn nur zur Vernunft bringen und wieder in den Clan eingliedern, wenn sie ihm ihr Talent als Kämpfer zeigen. Vielleicht kommt er dann wieder zu uns. Wisst ihr was? Wir machen den. Ich hab so Bock auf den Auftrag. Der ist so nice. Der ist unglaublich geil. Shinjuku-Viertel. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
Der ist wirklich mega geil. Zumindest wenn der das ist, an den ich gerade denke. Aber ja, der dürfte das sein. So wie ich das sehe. Okay. Scott, hör genau zu. Aha. Du musst Tetsuo Mizumi finden. Er ist der Boss in diesem Distrikt. Du musst ihn davon überzeugen, wieder in Satos Clan einzutreten. Aber sei vorsichtig. Der Typ soll total irre sein. Komplett durchgeknallt. Ohne Satos Führung ist er jetzt vielleicht völlig abgedreht. Zufolge hat er einen seiner alten Clubs neu eröffnet und veranstaltet dort seltsame illegale Kämpfe. Keiner weiß genau, wo die stattfinden, aber die Spielhölle vor dir war früher das Hauptquartier von Mizumi. Sieh dich zuerst dort um. Pass gut auf dich auf, Scott. Der Sato-Clan hat diesen Teil der Stadt nicht mehr unter Kontrolle. Du machst dir hier langsam einen Namen. Das könnte dir Probleme bereiten, verstanden? Alles klar. Ich glaube, das ist der tatsächlich. Der Auftrag. Und... bin mal gespannt, ob der so geil ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Wir schauen mal. What the fuck? Was zum Teufel? Was ist das? Stimmt, Alter. Oh, Mann. Ah, ja, okay. Okay, tatsächlich. Tatsächlich, das ist der Auftrag. Boah, ich hab so Bock. Ich hab... What the fuck? Ich hab... Hallo? Okay, warum hat er zum Schwert gegriffen, der Idiot? Hau ab. Weg mit dir. Ist das MP7? Die neue Knarre. Beziehungsweise, was heißt neu? Ja, haben wir halt noch nicht benutzt. Und was ist denn jetzt los? Was zum Teufel? Hallo. Ja. Will? Nicht die Knarre rausnehmen. Ich muss jetzt zweimal einen Knopf drücken. Also beim ersten Mal und jetzt beim zweiten Mal muss ich beide Male hier den Knopf drücken, um die Knarre zu wechseln. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz jetzt. Also, keine Ahnung, was jetzt los ist hier. Zack. Zack. Muss vielleicht mal ein bisschen besser zielen hier. Zack. Okay, nice. Jetzt haben wir wenigstens schon mal 4 Gegner besiegt. Das ist doch schon mal viel wert. Oh Mann, ey. Was hab ich eben getan? Hä? Ich dachte, wäre noch jemand. Ja, da drüben. Okay. Die rennen einfach an mir vorbei. Okay, alles klar. Sollen sie? Dann kann ich mich hier schön in Deckung begeben. Und wir müssen die MP7 nehmen. Alles klar. Aufpassen, dass niemand hinter mir herkommt. Schön. Ich glaube, wir können einfach weiterlaufen, aber ich hätte gerne hier die ganze Munition. Oh, da wäre der Anführer gewesen. Okay, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir dann vielleicht mal den Anführer ausschalten. Wenn das nochmal vorkommt. Shinya!
Okay. Wunderbar. Ah, okay. Ich dachte schon, das wäre verbuggt. Und ich frage mich gerade, wann es vernünftig mit der Mission losgeht. Oh, 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 da ist er. Nice, Alter. Schön. Haha. Geil. Hol den Flüchtling ein. Was? Hallo? Okay, da ja. Ich weiß zwar nicht, wer gemeint ist. Aber hinterher. Lächerlich. Du bist lächerlich, mein Freund. Wie geht das nochmal? Aua. Hallo. Warum will er die Scheiße denn nicht machen? Er will das nicht machen. Komm, mach jetzt. Hallo. Jetzt will er gar nicht mehr treffen. Nice, okay, geil. Aua. Und er möchte irgendwie nicht vernünftig schwingen. Nicht, dass ihr blöd wärt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich blöd wäre. Ich versuche, das wirklich nach links und rechts zu schwingen. Bitte, Sie dürfen nun mit Mitsumi-san sprechen. Aber er macht das die ganze Zeit diagonal. Naja, scheiß drauf. Moshi Moshi, hier ist Mizumi. Sie sind ziemlich weit gekommen. Mhm. Nur wenige haben die Begegnung mit Daigoro bisher überlebt. Sie haben sich ihren Ruf redlich verdient. Ja. Es ist an der Zeit, ihr Können auf die Probe zu stellen, junger Mann. Mal sehen, was sie wirklich wert sind. Ich muss sagen, ich bin sehr, gespannt, wie sie sich bei meinen berühmten Wettkämpfen schlagen werden. Wenn sie erfolgreich sind, das heißt, wenn sie am Leben bleiben, empfange ich sie vielleicht. Selbstverständlich läuft die Sache nach meinen Regeln ab. Stellen Sie sie nicht in Frage und keine faulen Tricks. Alles klar? Gut, dann los. Ja, dann los. Um einen Gegner zur Aufgabe zu bringen, fordere ihn auf, seine Waffe fallen zu lassen. Verschone Feinde, um Respekt, Focus Time und Spezialboni zu erhalten. Ich verstehe immer noch nicht, warum man die killen sollte, die Gegner. Aber, na gut. Scheiß drauf. Nun ja, die Grundregeln haben Sie ja wohl verstanden. Entweder überstehen Sie die Herausforderungen oder Sie sterben. Wir spielen jetzt gleich so eine Art Jagdspiel. Ist aber wirklich gefährlich. Sie sind das Kaninchen und eine Jagdgesellschaft will Sie erschießen. Mhm. Bevor wir weitermachen, sollten Sie sich einen Schluck aus dem Automaten dort gönnen. Den Energieschub werden Sie brauchen, glauben Sie mir. Ja. Okay. Und hier ist eine Knarre drin, richtig? Oder ein Schwert? Beides. Okay.
Geschenk gefunden. Ach, logisch. Aber Junge. Mhm, okay. Irgendwas konnte man zerschießen. Aber das war's nicht. Na gut. Woher geht's? Hier oder was? Nö, hier geht's nicht lang. Ach so, durchs Fenster. Okay, macht Sinn, ja. Und was macht man, wenn man keine Munition mehr hat? Kann man irgendwie... Ah. Nee, im Ernst, was macht man, wenn man keine Munition mehr hat? Wenn man hier die ganze Zeit irgendwie am Rumballern ist, dann da hat man einfach Pech gehabt, oder was? Ja, na gut. Ja, okay. Liegestühle. Warum auch immer. Passen absolut nicht in die Szenerie. Ah, hier, die Dinger konnte man zerschießen. Okay. Warum ist hier schon wieder ein Schwert? Hä? So weit, so gut, was? Ach so. Ich glaube, es kann losgehen. Ach, das war nur das Tanto, was wir eben aufgenommen haben, wahrscheinlich. Tanto? Taito? Tanto, glaube ich. Nun gut. Jetzt wird es langsam ernst, Scott-san. Ganz ruhig. In diesem Bereich warten die Jäger auf Sie. Ihre Stammbaum werde ich jetzt nicht herunterbeten, aber diese Herren sind alle sehr erfahren, was die Jagd auf Wildtiere angeht. Sie müssen den Ausgang auf der anderen Seite erreichen. Ja, okay. Gut. Dann lass mal probieren, würde ich sagen. Da ist einer hochgerannt. Okay, nice. Der ist auf jeden Fall schon mal down. Und ich glaube, wir haben jemanden erwischt. Mit dem Kaninchen. Ja, genauso wie da. Okay, nice. Und ich glaube, wir sollten erstmal den ganzen Sprengstoff hier beseitigen, bevor wir versuchen, irgendwo hinzulaufen. Okay, sehr gut. Ups. Nee, nee, springen wollte ich nicht. Ich wollte mich ducken. Und ich glaube, der oben hat eine... Oh! Da ist eine Weste. Und nee, ich dachte, der hat eine bessere Knarre. Wir haben noch jemanden erwischt. Okay. Und sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, was hat das gebracht, den Kopf wegzuschießen? Komisch. Oh, und da ist schon... Da war ein Kaninchen oben. Der ist abgeschossen worden. Werden wir, glaube ich, abgekratzt. Okay, nice. Wir haben hier schön überall die Dinger abgeschossen, die Sprengstofffässer. Und haben die alle damit wegmachen können. Ziemlich easy. Aber ich glaube, hier kommt noch was. Okay, machen wir das auch mal weg. Keine Ahnung, ob das nötig war, aber klatschen wir einfach mal weg, das Dingen. Müssen wir nicht mit dem Lift hier rüber? Ich glaube schon, aber wo war nochmal der Schalter? Ach Mann, ey.
Ich dachte, er wäre unten gewesen. Wo ist der scheiß Schalter? Machen wir das noch weg. Keinen Bock da unnötig sterben. Ah, und hier sind die ganzen Automaten drinne, die ganzen alten Automaten. Also in der Bude ist der Schalter, glaube ich, nicht. Dann muss ich hier unten oder hier an der Seite. Nee, dann habe ich da unten was übersehen. Okay, noch mehr Mund. Hä, ich muss den Skilift gar nicht benutzen? Okay. Oder müssen wir nochmal in den Raum? Weil ich hatte irgendwie... Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir da, dass irgendwas mit dem Lift war und dass der ja angeschaltet werden musste. Sehr, sehr komisch. Wir haben schon 23 Minuten aufgenommen. Ich denke dann... Alles klar. Du Drecksau. Das hat mich gerade wirklich unironisch erschreckt. Aber ich glaube, das ist eine... eine Vorwarnung auf das, was uns erwarten wird hier. Wir sollen auf Fallen achten. Schon wieder, Alter. Und da ist Sprengstoff en masse hinter. Gleich geht's ab. So. Schnauze. Und hier. Hier wird jetzt tatsächlich der Skilift angeschaltet, glaube ich. Wo? Hä? Moment, was muss ich hier machen? Hier ist kein Schalter. Da ist doch eigentlich ein Schalter drin, oder nicht? Hä? Ah, okay. Nee, doch nicht. Und jetzt geht's hier los. Und die Waffe ist tatsächlich besser als die anderen Pistolen. Damit kann man viel schneller schießen. Oh, und man kann sogar gedrückt halten. Jetzt können wir tatsächlich auswählen. Ja, nehmen wir wahrscheinlich lieber die Eier, oder? Obwohl. Nee, ich bin nicht so überzeugt davon. Ja, und außerdem hat die auch mehr Munden, also. Nehmen wir die. Sie sollten den Schalter suchen und den Stuhl.
Ja. Das heißt, okay. Sie so lange überleben. Ich hoffe, sie fürchten sich nicht im Dunkeln. Und jetzt, ab jetzt, wird's wirklich interessant. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis demnächst und ciao.